Jetzt möchte ich mit euch einmal über die Gewichtseinheiten im metrischen System nachdenken. Also es geht um Gewicht und um Masse. Und im Alltag benutzt man ja diese zwei Begriffe synonym, also Gewicht und Masse. Und im gegenwärtigen Stadium, wo wir jetzt sind, können wir das auch weiter so machen. Aber eigentlich ist was Unterschiedliches damit gemeint. Und die Masse ist eigentlich die eigentliche Substanz oder der Stoff, aus dem die Materie ist, oder was du brauchst, um zum Beispiel einen Körper aus seiner Richtung wegzubewegen. Wenn das ein Gewicht ist, eigentlich was anderes. Das drückt eigentlich die Kraft aus, mit der ein Körper angezogen wird, zum Beispiel von der Erde. Jetzt ist es auf der Erde so, dass etwas, was viel Gewicht hat, hat auch viel Masse. Und was viel Masse hat, hat auch viel Gewicht. Also auf der Erde ist es, kann man es gleich verwenden, aber eigentlich ist es was Unterschiedliches. Die Einheit von Gewicht oder Masse, die du sicher schon ganz gut kennst, ist das Gramm. Gramm. Und Gramm ist etwas, was du auch aus deinem Alltag kennst, zum Beispiel eine Büroklammer. Die sieht jetzt zum Beispiel so aus, wiegt ungefähr 1 Gramm oder ein Kaugummi. Kaugummi. So, Kaugummi. Also nicht die ganze Packung, sondern nur ein Kaugummi wiegt ungefähr 1 Gramm oder zum Beispiel auch eine 5-Euro-Note. Wenn du ein Taschengeld bekommst, du kriegst 5 Euro. Dann hast du anschließend ungefähr 1 Gramm in der Tasche. Wenn du jetzt Dinge messen willst, die viel, viel schwerer als 1 Gramm sind, dann benutzt du das Kilogramm. Du kennst ja schon die Vorsilben und kannst du dir auch denken, dass das Kilogramm dass das 1000 Gramm entspricht. Also wir reden hier über einen Faktor von 1000. Und im Kilogramm kannst du zum Beispiel das Gewicht von Menschen ganz gut ausdrücken. Ich zum Beispiel, ich wiege ungefähr 70 Kilogramm. Und ich bin normal groß und auch normal gebaut und dann ist es beispielsweise so ein normales Gewicht von einem Menschen und Kilogramm und die Abkürzung ist Kg. Anders ausgedrückt kannst du dir wieder einen Würfel vorstellen. Du erinnerst dich an das Video mit dem Volumen. Und zwar ist das wieder dieser Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm, Breite 10 cm Tiefe und 10 cm Höhe. Dieser Würfel mit dieser Kantenlänge, der mit Wasser gefüllt ist, hat er auch das Gewicht von genau 1 Kilogramm. Jetzt haben die wenigsten von euch sicher einen mit Wasser gefüllten Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm in der Tasche, aber was ihr sicher kennt, sind Flaschen. Ich zeichne hier mal so eine Flasche. So eine Flasche. Hier oben ist der Korken. Und sagen wir mal, das ist jetzt eine Flasche mit 1 Liter Wasser. Und die 1 Liter Wasser wiegt eben auch genau 1 Kilogramm. Denkt euch bitte die Flasche weg. Es geht wirklich nur um den Inhalt. Und in der umgekehrten Richtung, wenn du Dinge messen willst, die jetzt viel leichter als 1 Gramm sind, dort gibt es dann den Faktor geteilt durch 1000. Und wenn du jetzt wieder an die Vorsilben denkst, was ist 1000stel Meter? Das ist 1 Millimeter. Und bei den Gramm ist es genauso. 1000stel Gramm ist ein
Milligramm. Milligramm. Und das entspricht eben einem Tausendstel Gramm. Ein Tausendstel Gramm. Und G ist immer die Abkürzung für Gramm. Das ist im Alltag nicht so gebräuchlich, aber für manche Dinge ist es sehr wichtig, zum Beispiel für Medikamente. Nahezu jedes Medikament, was man einnehmen kann, wird in Milligramm gemessen. Die einen mehr und die anderen weniger. Und so kannst du von bis ganz kleinen Dingen bis zu ganz großen mit dem metrischen System für Masse eigentlich fast alles wiegen.